geht YouTube und herzlich willkommen zur nächsten Episode Let's Play Minecraft. Heute ist wieder der Dennis dabei. Ja! Genau, und wir wollten ja heute in eine Höhle gehen und die würde ich sagen, suchen wir jetzt einfach mal. Okay, Dennis, sag mal an, wo wird die Höhle, die du da hattest? Ich will das sehen. Ich bin bei meinem Haus, wenn du mich suchst. Weil ich dich nicht finden werde, wenn ich ehrlich bin. Was ist das hier unten eigentlich für ein Kreuz? Was wurde da gemacht? Weil ich rutsche mal den Wasserfall runter. Du meinst vor Gabs Haus? Ja, ich glaube schon. Oder etwas weiter Richtung mein Haus. Nee, das steht Gabs kommen wieder. Ach so, das hast du gebaut, ja, ne? Ja, das habe ich gebaut, einfach so, weil die wiederkommen sollen, weil ich habe die ganze Zeit alleine aufgenommen. Und ich wusste nach einer Zeit wirklich nicht mehr, was ich labern soll. Ich habe schon. Ja, das ist auch, wenn man Minecraft alleine aufnimmt, ist es echt so. Also ich würde, alleine habe ich auch in der ersten Staffel, glaube ich, nur 2 Folgen oder so gemacht, überhaupt. Weil das echt nicht so easy ist. Komm mal mit, wir müssen nur ein kleines Stückchen laufen. Bist du? Direkt neben dir. Ich seh dich nicht, ich bin behindert. Da, okay. Hier in die Richtung. Hey. Du spielst noch komplett ohne Mods, ne? Ganz Vanilla. Ich glaube, ich spiel ganz Vanilla, ja. Also ohne Karte und ohne Damage, ja. Und was. Ja, falls du Interesse hast, ich könnte dir nachher mal ein Programm empfehlen, da kannst du total leicht Mods installieren. Falls du es haben möchtest, raus. Von der Karte oder sowas. Boah, einfach wie mein Rücken juckt, das ist nicht mehr normal. Ja, so wie meine Nase in der letzten Folge, Mann. Jetzt gerade geht's. Oh Gott, das Movement in Minecraft. So. Wenn du Leertaste gedrückt hältst, sonst scuffst du einfach ein bisschen. Ja. Wir müssten gleich da sein. Ja, wir haben schon über die Hälfte ein bisschen geschafft. Was, wie viel Damage ich bekommen habe? One hit! Ich habe 18 Essen dabei. Ich bin mal sehr gespannt. Ja, ich habe auch noch was zu essen. Kannst du auch haben. Mit reinkommen, oder was? Nee, dann ernte ich einfach meine Farm ab. Ich kann eigentlich mit reinkommen, wenn du willst. Ja, mir ist egal, aber dann muss das Essen irgendwie aufteilen. Oh Gott, oh mein Gott. Direkt da, hast du die Lava gerade gesehen, Mann? Ja, unten, ne? Ja. Wie er sich das rein snackt. Du hast Hauptsache voll die gute Orientierung. Bei welcher Folge bist du auf deinem Channel? Ich bin jetzt, wenn man die Folge sieht, müsste 40 hochgeladen sein. Okay. Auch schon ziemlich weit, 40 Folgen auf jeden Fall. Ich bin ja bei Folge Nummer 4. Aber schon krass. Vorsicht, ja. Hier geht's jetzt bergrunter des Todes. Okay, hier geht's also lang. Ja, ich war halt nur ein bisschen in der Höhle hier drinne. Ein ganz wenig. Oh. Sind auf jeden Fall mega viele Ecken und alles. Ja, okay, da bin ich mal gespannt. Oh Gott. Okay, gut, das war jetzt einfach. Dann will das Schicksal wohl, dass ich diesen Weg hier gehe. Ich bin auch so einer, der sich am Ende dann gerne mal hochgräbt. Ja, manchmal kommst du einfach nicht mehr aus der Höhle raus. Ja, ich vor allem mit meiner Steinspitzhacke bin ich ja jetzt hier unterwegs. Ich weiß nicht, ob man das hier. So. Ja, super. Ich gehe mal ganz nach unten in die Höhle. Nicht. Warum hab ich jetzt eigentlich Pius Mutter dabei? Die brauchst du gar nicht. Was hast du denn dabei? Ne. Den Hau oder was? Ja, naja. Eine Holzhau. Muss einfach kommen. Was für ein Stein, was habe ich da abgebaut? Toll. Könnten eigentlich hier weiter Broad schicken. Ein bisschen Obsidian farmen. Das hier, das. Guck jetzt mal nach. Das ist ein Bug oder was? Geil. Die Höhlenfolgen wurden damals immer richtig gefeiert bei den ersten Let's Play, deswegen habe ich mir gedacht, muss es auch mal wieder sein. Die Sache ist halt, wo komme ich jetzt hier tiefer hin? Wie komme ich tiefer rein? Das ist auch die Frage, die ich mir bei Matthias Mutter häufig gestellt habe. Weil es das dreckigste Schwein, was ich jemals gesehen habe. Ein bisschen mehr drücken, dann geht alles. Mit Gewalt geht alles. Na, dann komme ich wieder hoch, dann kann ich dir das mal zeigen. Ich weiß gar nicht, wie tief schon. Ich bin jetzt. Wie tief bist du denn schon? Ich bin jetzt bei. Oh, mein Clickboard ist noch an.
ich bin jetzt bei Höhe 13. Ich komme mal wieder hoch. Weißt du noch ungefähr, wo der Anfang ist? Also der Eingang? Ja, ich glaube ja. Dann... Da bin ich jetzt gerade so fast. Ja, ich komme jetzt gerade. Zeige ich dir immer, wo es noch tiefer geht. Ah ja, ich glaube, ich hab schon. Warst ja doch schon relativ weit drin. Und, ah ja, okay, ich sehe schon, ich komme. Ja, ich komme hier nicht hoch. Da bin ich schon. Alter, WTF. Wie tief ist das Wasser unten? Ein Block, kannst reinspringen. So. Aber was für eine Erdspalte, Alter. Ich finde diese Dinger richtig cool. Auch richtig nice. Lava-Gegend, ja. Ja, hier. Okay. Geh du hier lang, ich gehe mit. Ich hab eigentlich größtenteils habe ich nur ausgeleuchtet. Geht's ein bisschen hoch. Kohle brauche ich, Leute. Ich brauche die Kohle. Also klickt auf die Links in der Beschreibung. So. Also hier können wir vergessen. Diese Werbung. Nehmen wir nochmal. Hoch. Ich weiß gar nicht, ob das schon zu dunkel für die werten Zuschauer ist. Ding ist jetzt, ich suche jetzt einen Weg, den du noch nicht ausgeleuchtet hast. Ich will den Weg quasi selbst finden, aber irgendwie hast du schon fast alles ausgeleuchtet. Ja, ich bin halt größtenteils nur rumgelaufen und hab nur Eisen mitgenommen. Aha. Da durchgerusht. Oh Gott. So, okay, dann gehen wir. Ich weiß gar nicht, warum ich das Obsidian eigentlich farme. Ich glaube, hier sieht es relativ neu aus. Ich habe hier eine Notiz bei mir, Obsidian farmen. Aber ich weiß nicht warum. Lol, okay, ich baue mich einfach jetzt hier mal selber durch. Hier kommt bestimmt irgendwas Cooles. Wahrscheinlich kommt direkt Lava und ich bin down. Was in einer großen Hülle. Du hast kein Wasser irgendwas dabei, ja. Oder? Als ob ich schon genug Eisen hätte, mir sowas luxuriös wie ein Eimer zu machen. Luxuriös. Aber den Mod vermisse ich natürlich jetzt schon, dass die Fackeln, also dass die mir schon den Weg sozusagen leuchten, ohne dass ich sie platziere, weißt du? Ja, wie gesagt, da kann ich dir nachher ein Programm geben, dann kannst du die einfach installieren. Ein Doppelklick und... Go. Das war's mit dem Mod installieren im Kopfick. Das. Ja, ich bin nicht so geübt da drin, ist nicht so meine Musikrichtung. Aber ich versuche es. Ich bin jetzt hier gerade ein bisschen risky unterwegs. Wo komme ich jetzt hier raus? Ich bin schon so weit unten, glaube ich. Ich bin mir nicht sicher, aber ich glaube, Höhe 13 war das mit den Diamanten, falls du einen Anhaltspunkt brauchst. Ja, Diamanten, da brauche ich jetzt nicht unbedingt drauf gehen. Ich versuche erstmal generell die Höhle mir ein bisschen anzuschauen. Hier. Aha, ist das schon Dingens? Der Stein, der ganz unten kommt. Warte mal, welche Höhe bin ich denn? Grundstein. Ich bin auf Y6. Ja, dann bist du 6 Blöcke vom Boden entfernt. Also vom endgültigen. Glaube ich etwas tief. Vergiss immer, wie das heißt. Grundstein, glaube ich. Endstone. Das ist. Ich bin mir da aber nicht so sicher. So viel gebracht. Wie tief man hier schon ist, das hätte ich jetzt auch nicht erwartet. Dann gehen wir da hoch. Warum funktioniert das nicht? Ausrutschen was? Ja, das ist ja jetzt Trollen hier.
Mensch. Ja, endlich. Gold? Ja, ich werde hier von Erde und Wasser getrollt. Eisen, oder? Übertreiben hier. Eisen ist schon mal ein sehr guter Anfang. Ich darf jetzt keine Lavaquelle öffnen, sonst würde ich mir selbst ins Gesicht boxen. Scheiße, ey. Aber ich muss mich ein bisschen um die Lava rumbauen, Leute, weil da ist die Wahrscheinlichkeit etwas höher, was Krasses zu finden. Kriege ich ja schon Eisen, das 9 plus Ultra. Wieder einfach nur treiben bist du. Als wärst du der übelste obdachlose Gammler in Minecraft. Bin ich ja eigentlich auch. Ey, wenn jetzt hier Lava kommt, ne, bitte nicht. Du hast doch schon mal ein Haus, das Ach stimmt. Obdachlos bin ich ja schon mal nicht. Au. Au. Oh mein Gott. Ich fäll mir sogar die Kohle einfach. Zum Glück spiele ich immer mit dem Wasser in der Nähe, wenn Lava da ist. Sonst wäre ich jetzt gerade gestorben. Level 11 bin ich schon, lol. Das geht überschnell. Ich weiß nicht wieso. Level bist du? 33, aber ich habe ja schon mehrere Level hinter mir. Ich bin ja schon öfter gestorben, oder? Ja, auch. Wer ist bisher am lustigsten gestorben? Gute Frage. Ist Pure eigentlich noch ein Projekt drin? Wer noch alles drin war? Ist Pure noch drin? Also keiner hat den rausgeworfen, falls du das was meinst. Jetzt kann ich, wie aktiv der auf seinem LP-Channel zurzeit ist. Also was ich weiß jetzt nicht, ob er es jetzt geändert hat, aber es haben viele bei mir in die Kommentare geschrieben, was ist mit Pure? Und da habe ich echt keine Ahnung, weil ich bin nicht seine Mutter. Sein Vater. Seine Mutter, kann man noch gar nicht sein. Oh, seine Mutter sehe ich hier auch gerade vor mir. Oh, das Gold, das Gold, das Gold. Ah, ich glaube, Gold kann ich gar nicht mit einer Steinspitzhacke abbauen, oder? Gute Frage, ich meine nicht. Ich meine, es geht alles nur mit Eisen. Sehr belastend sogar. Die bauen uns mal durch. So, jetzt kann ich auch endlich leuchten, ohne dass ich wieder ein Disconnect des Verderbens kriege. Warum ist hier unten eigentlich eine Blume? Warum liegt hier eigentlich Stroh? Warum hast du eine Maske auf? Der Klassiker. Das sind einfach so Sachen, die kennt jeder, wie der Schweizer Pornosynchronisator. Das ist eh echt ein Klassiker. Du wirst auch zur Gamescom kommen, ne? Ja, normal. Ja. Jeden Tag hatte ich geplant. Ich wohne in der Nähe von der Gamescom und deswegen, und das wäre jetzt mein erstes Mal, und jetzt hätte ich wirklich einen Grund, erstmal dahin zu gehen, aber ich habe immer noch keine Tickets. Ja, der Samstag zum Beispiel ist, glaube ich, schon ausverkauft, habe ich gehört. Ich glaube, da kommt man nur noch mit Special Connections dran. Wäre natürlich krass, wenn man einen YouTuber kennen würde, der ein paar Abonnenten hat. War das so ein imaginäres auf sich selber zeigen? Wer weiß. Ich glaube, wenn man Redstone damit abhaut, dann... Mann, ich will da hoch zum Gold. Also nicht dahin, sondern da. Ja, ich baue mich da jetzt einfach hoch. Ich will wenigstens... Nimm doch den Wasserfall da hoch und dann geh oben auf die... Machst du mit Kabels? Ich will mit selbst beweisen, auch wenn ich weiß, dass ich es nicht abbauen kann. Das sieht so buggy aus. Oder ich mache mir jetzt hier einen schnellen. Ich glaube, ich crafte mir hier schnell einen Ofen hin. Ja, Stein genug hast du ja. So. Du machst dich hier von. Ich raus, ne? Fast noch. Dann fütter ich dich was. Oh Gott. Rufen mal darüber. Warum klingt das eigentlich immer so schwul? Das ist immer normal. Weil es eine relativ schwule Aussage ist. Warum sehe ich den Ofen gerade nicht, obwohl er in meinem eigenen Inventar eigentlich drin sein müsste? Ach, weil ich noch keinen Ofen habe, weil ich nur ein Crafting Table habe. Ich bin so ein Genie. So, machen wir den da hin. Oh, ich will diese Teile nicht geben. Gut, jetzt hauen wir einen Ofen raus hier. Auf Ofenstreak? Auf richtiger Ofenstreak, Alter. Nehmen wir den Crafting Table wieder mit. Ah, oh, hier geht's auch noch weiter. Ah, du wolltest auch was entdecken, ne? Dann kannst du das nämlich machen. Falls du willst. Ja, klar. So. Warte erstmal kurz, bis. Richtig erbärmlich warte ich jetzt hier, bis mein Eisen fertig ist. Ich stehe jetzt hier einfach und warte, bis mein Eisen fertig ist.
Schöne Aussicht eigentlich. Ich brauche ja 3 Eisen für die Spitzhacke. Aber ich kann das dann noch mal ausprobieren, ob das hier mit funktioniert. Okay. Ja, man kann es abbauen, aber ich habe Angst, wenn ich es abbaue, dass dann kein Gold da liegt, weißt du? Ich glaube, so ist es nämlich auch. Nee, dann ich riskiere es jetzt gar nicht. Ja, ich meine, das dauert länger und dass dann da kein Gold ist. Wie gesagt, ich bin mir wirklich nicht sicher, ob das nur mit Eisen geht. Weil ich eigentlich immer Eisen benutze für alles. Ich habe 3 Eisen, so. Ich benutze erstmal eigentlich... Ja, sorry. Nee, was? Was war? Ja, ich wollte eigentlich sagen, ich benutze eigentlich für alles Eisen, selbst für die Züchtigung von Pius Mom. Ja, da braucht man auch Eisen, sonst geht es nicht. Ja, die hat so ein dickes Fell. Ja. Und immer diese komischen, röhrenden Geräusche aus der Kehlenregion, das ist schon gruselig. Nervt auch ein bisschen. Okay, gut, so, jetzt machen wir. Jawoll. Gimme, gimme. Gibt das gerade nicht her? Achso, ich. Oh mein Gott, hier ist Kohlmania, Alter. Hier Gold meinen oder so? Oben war noch irgendwas? Du sagst, nein! Du sagst hier jetzt nichts mehr zum Erkunden. Verständlich. Ja, was gefunden? Hier ist ein bisschen Redstone, ne? Im oberen Teil sind noch so über viele Gänge. Ich glaube, das ist echt auf hart, der Server, ganz ehrlich. Ja, ich habe mit sowas schon gerechnet. Weil es ist einfach unnormal, wie die einfach reinhauen. Hey, wieso fällt das jetzt da runter, Mann? Was? Das Eisen. Hier ist so viel Kohle. Oh mein Gott, ich habe einen komplett neuen Höhlenabschnitt gefunden. Warum finde ich das nicht, Mann? Soll ich dich abholen? Ja, dann gehen wir den gleichen Weg wieder, ist ja auch scheiße. Ja, dann kannst du einfach weitergehen, dann nehme ich einen anderen Weg. Weil... Okay, wo bist du? Hier eine Erdspalte noch, ich weiß nicht, wie ich das beschreiben soll. Ja, ich bin auf dem Weg. Ach, du siehst mich durch die Wand, ein Wallhack? Nein. Ich bin doch nicht auf dem Weg. Leute, seht ihr das? Ist draußen schon wieder hell, weil es 5... Langsam werde ich auch müde, muss ich auch ganz ehrlich sagen. Was ist das? Müde? Müde? Ja, ich bin mir nicht ganz sicher. Ich glaube, dann kann man. Ich weiß nicht, wird man, glaube ich, etwas schwächer und so. Schwierig zu sagen. Oh mein Gott. Bist du? Ey, ich habe mich verlaufen. Toll. So geil. Ich habe jetzt hier irgendwo, darf ich hier nicht reinfahren. Irgendwo ist hier Lava. Springen wir mal hier rüber. Auf jeden Fall hier in der Nähe war das irgendwo, auf jeden Fall. Ich bin mir da aber nicht so sicher. Hier ist eine Fackel. Du bist direkt unter mir. Okay. Ah, da, ich sehe dich auch durch die Wand, ja. Ja. Dann müssen wir uns jetzt eigentlich... Boah, soll ich hier weiterbauen oder geht's da, naja, geht's da automatisch? Geht noch viel weiter. Geht noch viel weiter. Es kommt noch ein zweiter Canyon, wenn ich das richtig gesehen habe. Vorsicht, hier sind Löcher. Warte mal, hier gönne ich mir erstmal das Eisen. Hauptsache, ich sehe das nicht. Geier Iron Augen. Man. Ja, das ist krass, oder? Saugst du mir gleich mein Eisen wahrscheinlich ab? Hier das Redstone kannst du haben. Ich hab einen Pokémon-Trainer, Skin. Ach, zeig mal, wie zeigt man sich nochmal selbst aus der dritten Perspektive? F5. Falls das jemand noch nicht gesehen hat hier. Iron Man ist auf jeden Fall am Start. Hier. Natürlich jetzt wegen der Eisrüstung. Also, das ist ja quasi noch besser. Wenn ich. Oh, fast tot. Gott. Darunter gefallen werde ich mir selber eine gegeben. Oh mein Gott. Ich bin gerade. Ah, hier. Ah, ja. Hier lang sind wir schon mal. Naja, hier waren wir schon. Zombie. Ich habe Angst, irgendwie in den neuen Höhlenabschnitt zu gehen, weil ich keinen Bock habe, mich da zu verlaufen oder sonst zu verhungern. Wie ein Köter. Das ja schon gönnen. Auch einen ganz neuen Höhlenabschnitt gefunden. Gönnen wir uns das zu Fred. Ich werde aber jetzt mal reingehen.
Alleine, weil ich klickgeil bin. Aber das ist echt so, du hast echt recht mit deinem Video. Man wird echt süchtig nach der Resonanz von den Leuten. Ja, ist auch so. Das ist nicht mehr normal. Ich gucke fast alle 20 Minuten so, aha, wie viele haben schon geguckt und haben die schon Kommentare geschrieben, wie die mich beleidigen. Ich werde auf jeden Fall auch bei Dennis vorbeischauen, ne? Also, Link zu seinem Kanal ist weiterhin in der Videobeschreibung. Ja klar, das ist halt auch so. Ich will einfach wissen dann, wie es so läuft. Ah, du bist mir nicht hinterhergelaufen, ne? Nee, ich habe einen neuen Weg gefunden. Weil ich bin nämlich jetzt mal im zweiten Canyon. Oh, jetzt sage ich hier auf einmal. Auch schon eine Fackel, Mann. Ja, dann habe ich ein bisschen Kohle. Kohle. Ey, wie die Kiri-Werbung. Kiri. Findet man das aber, das ist voll Ewigkeiten her, oder? Mit dieser Snitch und der Kuh. Ja, genau, Mann. Das ist ja ewig her, Alter. Bestimmt schon 10 Jahre oder so. Ey, weißt du, was ich letztens gesehen habe? Ich habe teilweise halt angefangen mit Security und wollte eigentlich auch eine Ausbildung machen und sowas. Aber habe halt von der schulischen Leistung her, beziehungsweise von der schulischen Voraussetzung her, kaum eine Chance da reinzukommen. Deswegen habe ich das als Nebenjob gemacht bei einem Stadion in Leverkusen. Und da war einfach einer, da musste ich, der war einfach einen Kopf größer als ich, ne? Dann wie groß bist du? Ich bin 1,75. Also nicht der größte so. Und dann habe ich einfach seinen Personalausweis kontrolliert. Dann stand da einfach so Geburtsjahr 2000 und ich habe mich auf einmal so alt gefühlt. Lol, das war echt krank. Da hat er auf Dicken gemacht oder was? Nee, nein, wenn du reinkommst ins Stadion, wirst du automatisch kontrolliert. Und weil das weiß ich ja auch. Ich bin ja auch schon auf dem Stadion gewesen. Eben. Und der war einfach 14 und wie lange ich einfach gebraucht habe zu realisieren, dass das schon 14 Jahre her ist. Das 2000. War ehrlich so, Alter. Ich kann mich noch dran erinnern, wie die Computer sich umgestellt haben und alle so Bammel hatten, ob das wirklich funktioniert. Y2K? Da dachten ja alle, das ist vielleicht für einige der Zuschauer interessant. Also voll viele Leute dachten, dass die Welt sogar untergeht, deswegen. Das ist schon witzig. Die Leute dachten nämlich, dass die Computer nicht mit der Zeitumstellung auf 2000 klarkommen. Und deswegen alle Systeme zusammenbrechen, aber das war dann einfach nicht so. Jeder Mensch hat fast seinen Computer ausgehabt um 0 Uhr. Das ist schon gruselig. Ja, Mann. Oh mein Gott, hier geht's nochmal 5. Bei mir auch, bei mir tiefer. Auch. Alter, bei mir auch. Ah, Eisen. Iron Man auf Eisenjagd. Nehmen wir nochmal. Ich bin Pokémon-Trainer, was mache ich hier eigentlich? Ehrlich, Mann, du müsstest eigentlich Hühner fangen. Oder gab's da deine Maschine? Ist die vergewaltigen, haut er raus. Poco wollte sie immer die Slut, aber hat sie nicht bekommen. Naja, wo ich jung war, war Misty noch voll die Slut. Und wenn du jetzt X und Y guckst, du, dann ist Misty schon ein bisschen ekelhaft. Ich weiß nicht, X und Y habe ich noch nie. Ist immer noch Ash der Protagonist? Ja, immer. Aber die Snitches, die um den rumlaufen und der Rocco haben sich geändert und so. Ja klar, dieser Begleiter ändert sich die. Oh mein Gott, ich bin in der Hölle. Ich bin in der Hölle. Ich bin hier im Schwimmbad unter Wasser, unter Boden. Hier ist ein Krater in einem Krater und unten auf dem Boden vom Krater ist einfach mal Lava. Toll. Und hier sind Schweine. Und ich bin auf 38. Lol? Ich bin überverwirrt jetzt gerade. Ich bin blind erstens auf 31. Hey, wie kann ich auf 38 sein? Da unten ist voll das Lavameer. Ey, sollte das nicht da sein? Weil, keine Ahnung, weil das untypisch irgendwie ist. Das ist eigentlich relativ. Ich habe einfach den Ausgang. Wo ist denn der Boden? Ab 0. So 6 Blöcke über 0 fängt es normalerweise an, also 6. Weit oben hier? Dead Beschreibung. 6 Blöcke über 0. 6 Blöcke über 0, Lische. Ah, ich dachte, jetzt kommt irgendein Rap-Rhyme über meinen Block und so. Da bin ich jetzt gerade zu müde für. Die krassen Freestyles am Hasseln sein. Hasseln.
hab doch gesagt, hier gibt's noch so viel, was ich nicht gesehen habe. Oh! Oh, hier ist ein Creeper. Den jag ich. Ich weiß nicht, ob ich's riskieren soll. Ach, er challenged sowieso. Van Helsing, der Creeper Community. Hast du ihn gehört? Nein, aber ich habe eine Höhle gehört. Boah, ich dachte gerade ein Creeper. Ich habe gerade einen Creeper gesprengt. Oben kann man noch. Außer dass ich fast tot bin und hier wieder Gehirne rumliegen. Hauptsache, ey, YouTube will mich verarschen, ne? Das ist nicht mehr normal. Warum? Ich hab ein Lied, ne? Ich habe immer dieselbe Playlist von Beatery halt. Irgendwie bestimmte. Und das sind halt so 30 Lieder oder so. Deswegen wiederholen die sich ganz oft. Und einfach dieser Beatery Remix von I Coming Home sagt dir bestimmt irgendwie nichts. Doch, ich habe kein Beatery, habe ich auch selber benutzt. Auf jeden Fall dieser Coming Home Remix. Den benutze ich seit 30 Folgen oder sowas und der ist irgendwie in 15 bis 17 Folgen dabei am Start. Und dann auf einmal wird der geclaimed in einem Video und dann nur in diesem einen Video und bleibt dann die ganze Zeit. Claim ist ja nicht schlimm, solange ich gestrikt wurde. Also wurde einfach gesagt, dieses Video ist in dem Land nicht verfügbar und blablabla. Das macht ja eigentlich nichts. Weil solange sie dich nicht striken, ist ja eh Latte. Striken ist halt scheiße. Ich glaube, du darfst nur drei haben, ne? Drei Strikes und das Ende. Ich hatte noch nie einen. Die Strikes sind nach einer Zeit weg, oder? Ja, nach einem halben Jahr. Ich kenne Leute, die haben zwei Strikes. Das sind Leute, die so da relativ viele Abonnenten haben. Das ist schon lustig. Ein Strike und Ende. Aber naja. Gönn ich niemandem ehrlich, das ist richtig. Oh, Gold! Nice! Hat sich doch gelohnt, hier reinzugraben. Ich weiß nicht, Gold finde ich. Gold lasse ich immer liegen. Ich weiß gar nicht, wofür man das benutzen soll. Mir egal, es ist Gold, Mann. Muss es auch mal so sehen. Ich werde auf jeden Fall die Brightness jetzt was hochstellen. Bright. Shine bright like a diamond. Ich hab das einfach auch gerade gedacht. Ja, das muss man aber auch dann denken. So shine bright, you and I. Oh mein Gott, wie hoch du kommst, das ist nicht mehr normal. War jetzt nicht so hoch. Einzige, was noch höher kommt, ist mein Penis, wenn ich Matthias Mutter begegne. Das war jetzt unerwartet. Ah, hier, siehst du, der nächste Abschnitt und wieder Eisen. Wer ist der? Bleib meine Hand hier. Aber ich würde sagen, diesen Abschnitt hier, den gucke ich mir in der nächsten Folge mal an. Mache ich mir hier mal so 6 Fackeln, damit ich das nicht vergesse. Da lang, Marcel. ist für dich auch cool, wenn wir die Folge beenden? Ist auch in Ordnung? Klar. Okay, dann lasst auf jeden Fall eine Bewertung da. Schaut bei Dennis vorbei. Und bei Twitter, nicht vergessen. Das kann man hin und wieder mal tun. Oh yeah. Und dann würde ich sagen, haut rein, bis morgen und tschüss. Jo, von mir auch haut da rein und bis morgen. Ciao.